Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Ich hoffe nicht ich. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich... Legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Was für ein Sitz? Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Okay, es ist ja noch... Ich brauche einen eigenen Besen. Ja, toll. Daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Hin nach da unten. Lass es erstmal langsam angehen. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Hat der Tee gedrückt? Diese Aussicht. Was? Achso, da. Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Das macht ziemlich Spaß. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Wow. Toll, jetzt bin ich schon am Stein hängen. Ich hätte irgendwie gerade nicht so das Gefühl, dass ich schneller fliege. Gut, ich kann das. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Ja. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Irgendwie wird man hier ständig zu Unfug angestiftet. Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger.
Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das ist schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Ja, waren wir auch noch nicht. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Schnell die Besen ab. Steig hier ab. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Ja, Spaß hat's schon gemacht. Aber man will halt auch nicht ständig Ärger kriegen. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Heißt das, wir können jetzt wirklich nach Hogsmeade gehen und uns einen Besen kaufen? Ja, wir sind bestimmt nicht günstig. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Ich sag mal, wird hier eigentlich ständig zu Unfug angestiftet? Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. 7. Stock. Ist das vielleicht das, was ich denke? Ich weiß es nicht.
Deswegen würde ich das gerne als erstes machen, um mich zu vergewissern. Ja, genau. Der Raum der Wünsche. Nehmen wir doch glatt an. Hat ihr uns jetzt den Weg markiert? Ich hoffe. Das ist nämlich auch ein Ort, den man ja... Hallo, was ist mit der Tür los? Ein Ort, den man ja gut kennt mittlerweile. Nee, doch dadurch. Den wir noch nicht gesehen. Genau, zur Eulerei würde ich irgendwann auch gerne noch. Ich bin immer so irritiert, wenn die auf einmal alle quatschen. Das klang nicht gut. Ich renne eigentlich jetzt schon wieder durchs ganze Gebäude. Aber wer weiß, man kann ja immer wieder was Neues entdecken. Habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir da machen müssen. Beziehungsweise, was wir hinterher dann bekommen. Aber das erfahren wir ja gleich schon. Ja, da kommt meine Lieblingsmusik wieder. Millionen und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Schon aufgemacht. Ich muss sagen, ich bin aber irgendwie doch ein bisschen froh, dass wir doch kein Quidditch spielen müssen. Ich glaube, da wären wir nicht gut davon gekommen. Meine Güte, wie weit ist denn das? Nein, wir müssen raus. Dann warten wir mal, wie immer. Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Ich dachte jetzt, sie wäre vielleicht schon drin. Ladebildschirm. Wo der Ort auf dem Bild sieht auch schön aus. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Das sieht hier auf jeden Fall
ja, ziemlich chaotisch aus. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf die... Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Was? Was könnte man jetzt... In Merlins ja, Namen nicht auf alles. Dieser Elf. Wäre noch schöner. Aber wenn es doch so einen Zauber gibt, wäre es nicht praktisch gewesen? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir die finden? Ja, okay, ich kann es verstehen, dass man natürlich irgendwie auch Erinnerungsstücke irgendwann mal wiederfindet. Ja, das hat man gerade gemerkt, wie mit der Tasche. Aber es wird ja im Endeffekt hier einfach alles reingestopft, was man nicht mehr haben will. Und dann verstaubt es hier. Was haben wir denn hier? Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst T. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. War das? Moment, geht das nochmal? Ach, schade. Das sah aus gerade wie Professor Snape. Ach, schade. Ich hätte das jetzt gerne nochmal gesehen. Diese komischen Kugeln mit den Augen. Die Kiste kriegen wir weg. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerne was trinken möchte, was hier schon seit Ewigkeiten rumsteht. Ach hier. Kommen wir da durch? Nö. Machen wir jetzt mit der Kiste? Oder können wir die... Ja, hier auch so. Ach, hier auch. Nee, du doch. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich die gleich irgendwo. Ach, muss ich da hoch? Geht das jetzt überhaupt noch? Ich krieg die ja nicht weiter zurückgeschoben, ne? Ach hier. Vielleicht schwebt. Kann ich darüber springen? Oh. Ja.
Ah, da ist ein Sack. Oh Gott, nicht darüber. Nein! Was soll ich denn da drankommen? Den vielleicht da mir rüberziehen? Manu! Das nervt. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Was? Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Wird da jetzt gesprochen? War das das Bild? Schön, dass hier auch Pflanzen drin wachsen. Weil die wahrscheinlich überhaupt kein Tageslicht bekommen. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Schnatz? Ich wollte gerade sagen. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Also ich kann mir ja vorstellen, dass manche Leute versuchen, diese Bilder hier loszuwerden. Kann ich da durch? Ich guck mich mal kurz weiter um. Da können wir das mal bewegen. Die Seite kann man wahrscheinlich nicht einsammeln. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Gut. Das sieht schon wieder ein bisschen verdächtig aus. Ich gehe mal wieder zurück und gucke mal, was ich mit den Kisten machen kann. Da wahrscheinlich wieder irgendwo rüber steigen. Guck mal, jetzt Quidditch-Ausrüstung. Ich höre es, aber ich sehe ihn nicht. Müssen wir den einfangen? Revelio. Wie komme ich denn darüber? Huh?
Dann komme ich von der Seite, muss ich die Kiste wieder reinziehen. Da ist eine Kiste. Da ist auch nichts. Oder kommt irgendwann von der anderen Seite rüber. Auf jeden Fall sehr stabil hier. Ich hoffe nicht, dass wir das einzige Mal nur hier reinkommen. Sonst vielleicht später nochmal umgucken. Ja, wir gehen jetzt wieder nur. Dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Ich sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun... Konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Okay. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Aber eine gute Vorstellungskraft, würde ich sagen. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Ja, okay. Anscheinend, wenn wir in den Raum der Wünsche kommen, dann wahrscheinlich hierhin und nicht mehr in den anderen. Das heißt, die Kiste haben wir jetzt verloren. Schade eigentlich. Guck mich hier trotzdem mal um. Ja, sind wir übers Treppengeländer.
Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. So schön, dass hier so eine Eule sitzt. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Ach Mist. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Der war's. Ah, wir haben ja auch Gegenstände gefunden. Können wir die auch heraufbeschwören? Kleine wissenschaftliche Tränkestation. Kleine botanische Tränkestation. Was? Elektrische Tränkestation, kleine gotische Tränkestation. Das ist alles das gleiche, nur sieht halt einfach anders aus. Kann man sich die auch näher angucken? Okay, also die kann ich jetzt irgendwo hinstellen. Achso, die kann ich doch noch anfärben. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt.
Deke wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich wende mich an Deke, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Also, haben wir jetzt hier einen Raum, den wir nach unseren Wünschen einrichten können? Kann ich das Aussehen wieder ändern irgendwann? Oder muss ich den jetzt wieder abbauen extra? Oh Gott, das wollte ich nicht. Eine Töpfe. Ich wollte eigentlich. Kann ich den nicht einfach wieder. Moment. Ja, da kann ich jetzt noch Zaubertränke machen. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Muss ich den jetzt für immer da stehen haben? Ach egal. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Was? Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Damit das hier auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Ich
eins noch. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich möchte das bitte mittig haben. So. Ja, ich bin nicht gerade so ein Dekorationsgenie. Dann schauen wir mal. Boden ist ja eigentlich. Gott, was ist das? Hauselfen. Oh Gott. Wer hängt denn sich sowas auf? Vergiss es. Achso, ich kann mehrere. Nein, denke. Einer reicht. Was haben wir sonst noch Hübsches? Fupa-Statue. Ich finde schade, dass man sich die Sachen nicht vorher mal so ein bisschen groß anguckt, sondern nur die kleinen Bilderchen hier hat. Muss so kompliziert gemacht werden. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Was? Ich habe keine Pflanzen. Also, das ist ja. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, eine Sache noch. Natürlich ein bisschen Licht hier. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber.
Nee. Die Hut. So, dann nehmen wir erstmal den hier. Oh, okay. Warte mal, ändere Stil eines Gegenstands, ändere Farbe eines Gegenstands, ändere Größe eines Gegenstands. Ich wollte aber eigentlich hier den Tränkestation. Nein! So. Anderen Stil. Die kann nicht glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Hä? Ich hab gar nichts. Was will er von mir? Tego. Ach. So, den nehmen wir auch gleich in grün. Das haben sie gut gemacht. Nun sind sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ach, hier. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Also ich mag Holz mehr eigentlich. Es ist wärmer als dieses Gestein. Gehe vielleicht eher auf die Wände. Ach, hier. Ach Mann, ich drücke auf den falschen. Sieht eigentlich auch schön aus. Ist das dann. Nee, für alles ist es nicht, ne? Das ist ja dann immer nur. Okay. Was ändere den Balkon oder den Boden des Raums? Mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Entschuldigung, haben wir eben was getrunken. eine kühle,
Monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkel, mysteriöse Räume finde ich am besten. Dann glaube ich natürlich das. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Oh, hervorragend. Okay, achso, das hat was mit dem Licht zu tun. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, immer sauber. Egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Okay, was haben wir jetzt? Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich wünschte, das würde man auch alles nur mit einem, Anführungszeichen, mit einem Fingerschnippen so hinbekommen, wie man das gerne hätte. Das ist schon ein Träumchen. Wo ich auch sagen muss, mir wäre das vielleicht ein bisschen zu groß. Ich hätte jetzt keine Lust, zwischen einem Botaniktisch oder einem Zaubertranktisch da immer so einen halben Kilometer zurückzulegen. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Dankeschön. Ich finde aber auch ein bisschen, dass das alles so farblich doch begrenzt ist. Also klar, man hat verschiedene Stile, aber es ist viel natürlich nach den Häusern ausgerichtet. Gelb, Rot, Grün und Blau. Wo ich es natürlich auch schön finde, wenn es mal etwas Neutrales geben würde. Und jetzt haben wir einfach ein paar Sitzgelegenheiten. Ich werde jetzt hier nichts groß dran ändern, denke ich mal. Wer weiß, wofür wir das irgendwann nochmal brauchen. Deke, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Achso. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Deke. Ob wir hier irgendwann auch mal durchkommen, beziehungsweise dass das noch ein Raum wird. Naja, schauen wir mal.